Krebs, viertes Mal, tödlich, Punkt. Und es ist nichts wieder gekommen? Nein. Obwohl, keine Behandlung? Nein. Und das kann sich niemand erklären, das kann sich keiner der Ärzte erklären. Herzlich willkommen auf dem Lifeline-Kanal. Es nähert sich der Todestag von Philipp und neben mir sitzt Simone und sie hat auch eine ähnliche Story durchgemacht und ganze 5-mal Krebs gehabt. Mit dem Unterschied, du hast es überlebt und scheinbar wurde sie dabei auch übernatürlich gesund. Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Vorher noch einmal ganz kurz ein Announcement und zwar sind unsere Lifeline-Hoodies angekommen. Love over 4 ist die Message. Das ist richtig bequem, Bio-Baumwolle. Wenn dich sowas interessiert, schau einfach mal in unserem Shop vorbei und dann steigen wir jetzt ins Gespräch. Schön, dass du da bist, Simone. Du hast 5-mal Krebs bekommen. Wann war das erste Mal? Ja, also ich war 13 Jahre alt. Da wurde bei mir ja der Morbus Hodgkin, der Lymphknotenkrebs, festgestellt. Ich bin im Schwäbischen groß geworden und zwar tatsächlich in einem 200-Seelen-Dörfchen. Also wirklich ein ganz kleines Örtchen, das so außerhalb von Stuttgart liegt. Man fährt so eine halbe Stunde nach Stuttgart rein. Meine Eltern hatten Landwirtschaft, als ich klein war. Das heißt, wir hatten Milchkühe, wir haben Weinberge, wir haben Obstwiesen. Ja, wir hatten eben sehr viel, was man draußen so alles zu erledigen, zu machen hatte. Ich bin eigentlich eine ganz ruhige, sehr schüchterne gewesen, die sehr in sich gekehrt war. Und dann kippt dieser Alltag und etwas Unerwartetes kommt rein? Ja, bei mir war das so, dass ich immer so angeschwollene Waden hatte. Also es war sehr unangenehm. Und dann bin ich zu dem Hausarzt meiner Eltern. Und als ich auf seiner Liege lag, fiel ihm an meinem Hals hier so eine kleine Erhöhung auf und hat mich dann sofort in die Kinderklinik nach Stuttgart ins Eugele überwiesen. Wir sind dann nach Stuttgart gefahren und ich weiß auch noch, als wir in die Klinik kamen, da stand dann oben großes Schild drüber, Hämatologie, Onkologie. Wir hatten natürlich null Ahnung. Keiner wusste, was bedeutet denn Hämatologie und Onkologie. Und sind da halt reinmarschiert. So, das wurden Proben aus dem Hals entnommen. Und ich weiß noch, als der Arzt dann damals auch aufs Zimmer kam, der hat auch nicht das Wort Krebs benutzt, sondern der hatte gesagt, das sind bösartige Zellen. Ich habe mit 13 nicht verstanden, was er mit bösartigen Zellen meint. Aber meine Mutter wurde dann schon sehr deutlich, die sagte, ist das Krebs? Und er hat dann gesagt, ja, das ist Krebs. Und dann war natürlich für meine Mama das erst mal gelaufen. Dann hat sie nur noch geweint, was ja verständlich ist. Was sind das für Gefühle, die das in einem auslöst, wenn man gesagt bekommt, du hast Krebs? Mit 13 habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, was die alle da für einen Aufstand machen. Mir ging es ja gut. Ich hatte ja nichts. Ich hatte keine Beschwerden und ich habe das Wort Krebs auch gar nicht als etwas eingeschätzt, dass man daran stirbt, sondern ich habe gedacht, okay, gut, da müssen wir jetzt eine Behandlung machen, die ist jetzt vielleicht nicht so schön. Aber das machen wir. Das Einzige, was mich wahnsinnig gestört hat, war der Haarausfall und war das Cortison-Gesicht. Das war eigentlich mit 13 für mich furchtbar. Ich bin konformiert worden mit Perücke. Das fand ich ganz schrecklich. Aber dass diese Krankheit mich umbringen kann, habe ich da noch nicht realisiert. Das kam erst später. Wie lange hat das dann gedauert, bis du wieder gesund geworden bist? Also mit 13 war das so ein Dreivierteljahr. Danach war dann alles vorbei. Da war also Chemo, dann Bestrahlung. Und dann sind die Nachkontrollen gelaufen. Da war immer alles soweit in Ordnung. Und dann habe ich aber Schluckbeschwerden bekommen. Das heißt, also wenn ich was gegessen habe, ich habe gemerkt, ich kann das hier am Hals nicht runterschlucken. Ich konnte zum Schluss nur noch Brei essen. Und dann haben sie natürlich eine Biopsie gemacht. Und dann hat man festgestellt, der Lymphknotenkrebs war zurück, ja. Jetzt bist du 16. Du hast schon einmal Krebs durchgemacht. Was kommt. Okay, und du dachtest einfach nur, nee, Krankenhaus, ja. Nicht schon wieder, ich will es nicht. Richtig, genau. Das war das Erste, was ich dachte. Ich mache das nicht nochmal mit, nur ins Krankenhaus und nicht in die Schule. Ich will in die Schule gehen. Ich will nicht schon wieder vom Leben außen vor sein und zu Hause hocken. Da war ein Sozialpädagoge bei uns in der Klinik, der ist mit mir in die Klasse und hat meine Klassenkameraden aufgeklärt, dass ich jetzt eine Chemotherapie bekomme, dass ich diejenige bin, die krank werden kann, wenn sie irgendwelche Krankheiten mitbringen und nicht andersrum. Und ich bin tatsächlich während der Therapie in die Schule gegangen. Das war mega anstrengend, aber ich habe das so gebraucht. Ich habe da auch ganz viele Jugendliche kennengelernt, mit denen ich dann zusammen Therapie hatte. Krass. Wir sind da mit unseren Infosomaten durch die Gänge gelaufen. Wir haben ehrlich zusammen Kotzschalen vor uns gehabt und haben zusammen gekotzt. Du hast dieses Medikament gekriegt und du konntest die Zeit danach stellen. 5 Minuten später ging das los und du hast gebrochen über Stunden. Also ich war so knapp 1,5 Jahre. War, bis die Therapie komplett abgeschlossen war. Okay, und du dachtest, wunderbar. So ist es, jetzt. Leben, ich komme.
Leben, ich komme. Richtig. Hast du studiert, Ausbildung? Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich lerne damals noch meinen Mann kennen. Wir heiraten, ich bekomme Kinder. Genau, richtig. Aber viele Leute sagen richtig. Ja, man kann keine Kinder mehr genau. kriegen. Genau, hieß es auch. Hat es auch geheißen, vor allem bei mir dann auch mit 2-mal Chemotherapien und 2-mal Bestrahlen. Oder wenn das klappt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf Behinderung enorm hoch, sodass man es ja einfach prinzipiell davon abraten würde. Ich habe es ja dann bei meiner zweiten Tochter quasi fast erlebt. Da war dann bei den Untersuchungen, gab es Nierenbeckenvergrößerungen, die bei ihr entdeckt wurde im Ultraschall. Ich war da in der 21. Schwangerschaftswoche und ist aufgrund von meiner Vorerkrankung davon ausgegangen, okay, Kind ist krank, hat ein Down-Syndrom, mach mal weg. Mach mal weg. Ja, mach mal weg. Er hatte mir das direkt gesagt, 2 Tage später kommen sie, wir machen das Kind weg. Sie sind noch jung. Ich war da 25, da machen sie sich wieder ein Kind und dann ist gut. Boah. Und ich habe nur gesagt, das kann ich nicht. Ich gehe. Ich will gar nichts mehr wissen. Ich gehe. Und letztendlich, meine Tochter kam kerngesund auf die Welt. Ist heute 22 Jahre alt, bildhübsch, wunderbar. Und dann? Ja, und dann mit 39 Jahren. Meine jüngste Tochter ist 11, die mittlere ist 13 Jahre, mein Sohn ist 15. Kommt dann die Diagnose Brustkrebs. Ich habe tatsächlich beim Frauenarzt eine Routineuntersuchung. Dann hat sie den Ultraschall gemacht und hat direkt einen Knoten in der rechten Brust gesehen. Ich war natürlich, als sie das mit dem Knoten sagte, erstmal total durch den Wind. Ich weiß das noch genau. Ich bin da raus und dachte so, hey, ich arbeite jetzt, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Das geht jetzt gar nicht. Ich will das jetzt nicht. Ich will jetzt auch mal ganz normal wie alle anderen das weitermachen. Wie lange hat dann dieser ganze Prozess gedauert ungefähr? Ja, so knapp 1,5 Jahre gedauert, weil es ist eine Chemotherapie gemacht worden. Dann mussten wir so 4 oder 6 Wochen warten, dann ist eine OP gemacht worden. Und bis das dann so ausgeheilt war, ja, ich würde ja sagen, ein gutes Jahr. Also das heißt, 3. Mal Krebs hast du besiegt, trotzdem, wenn man 3-mal Krebs hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das zum 4. Mal bekommt, wahnsinnig hoch. Wobei es erstmal eigentlich gut aussieht. Ja, oder? Richtig. Es sah sehr gut aus. Man muss da dazu sagen, die Brustkrebserkrankung, die eben auch da zum ersten Mal erkannt haben, die war zentral. Sie war in der Brust und sie war unter der Achsel. Und es war nichts in den Organen. Und das sind immer solche Zeichen, wo man sagt, sieht richtig gut aus. Ist gut behandelbar, ist gut. Und deswegen war da auch 2013 schon für mich, okay, habe ich jetzt geschafft, abgehakt, jetzt geht's weiter. Und wie lange ging es dann weiter? Bis 2017. Und 2017 war es dann richtig krass. Genau, richtig. Da wurde es dann richtig krass. Da fing es eigentlich eben gar nicht mit einem Knoten an, sondern es war die Haut, die Haut auf meiner Brust. Es ist ein Implantat aufgesetzt und über dieses Implantat ist meine eigene Haut drüber gezogen worden. Und die Haut hat sich angefangen so zusammenzuziehen, zu krisseln. Und das fühlte sich für mich ganz komisch an. Man konnte aber auf Bildern oder so nichts erkennen, kein Knoten, nichts. Und es war nur eine Ärztin, die dann eben sagte, wenn ich mich da komisch fühle, dann möchte sie dem nachgehen und hat eine Biopsie anberaumt. Und also das heißt, man hat einen Teil rausgeschnitten, genau. Untersucht und festgestellt, ups. Da sind doch Krebszellen drin. Krebszellen. Und zwar die, die ich auch davor hatte. War ein Schock. Ich weiß noch, ich war damals in Stuttgart bei meiner Mutter. Mein Papa war ein paar Tage vorher gestorben. Und ich weiß das noch wie heute. Ich bin auf diesem Erdbeeracker zusammengebrochen und dachte, okay, jetzt sterbe ich auch. Wir machen jetzt eine OP, wir nehmen die Implantate raus. Klar, das war auch hart, aber damit ist es erstmal erledigt. Und dann haben wir da so einen kleinen Stecknadelkopf gefunden auf der Haut, der an den Namen entlang ging. Und da hat man dann, als ich von der Reha zurückkam, die nächste Probe genommen und hat festgestellt, ja, es sind wieder Krebszellen. Und dann wollte man eine Chemotherapie machen mit Immuntherapie. Und das habe ich leider nicht vertragen. Ich habe da drauf dann während der Therapie eine Herzmuskelentzündung und eine Herzinsuffizienz bekommen. Und was für Symptome hat sich das geäußert? Ich habe einfach keine Luft mehr bekommen. Also das Luftholen, das funktionierte nicht mehr. Und so, es zitterte alles. Ich hatte keine Gefühle mehr in den Händen, in den Beinen. Das komplette Gefühl war, ich habe nicht mehr richtig gehört. Es war wie so ein Schall, so ein Widerschall, der die ganze Zeit im Ohr war. Ich lag dann halt ehrlich nur im Bett. Also man hat jetzt drüber geredet, kann man die Chemotherapie noch weitermachen? Oder?
da hat man da gar nicht drüber geredet. Da ging es tatsächlich ums blanke Überleben. Jeder, der eine Krebstherapie macht und weiß, wenn Therapien abgebrochen werden, dann fängt der Krebs wieder an zu wachsen. Das ist auch das, was mir die Ärzte gesagt haben. Wenn die Therapie vorzeitig beendet wird, dann passiert genau das, der Krebs ist sofort wieder da. Vorher haben dir die Doktoren noch gesagt, wir müssen unbedingt den Tumor weiter behandeln, weil ansonsten stirbst du. Richtig. Und jetzt sagen sie, keine Frage, wir brechen die Behandlung ab. So ist es, wir müssen sie abbrechen. Das Herz ist so geschwächt, wir können da nicht weitermachen. Krass. Ja. Das mit dem Tumor, das habe ich irgendwie dann irgendwann mal ausgeblendet, weil das mit dem Herzen einfach so essentiell war und weil es mir da wirklich schlecht ging. Und den Tumor, den habe ich dann zwar gesehen und ich habe auch gesehen, dass er weiter wächst, aber in dem Moment war das auch ein Stück weit so, dass ich so dachte, dann mach's doch, dann wach's doch weiter. Aber gleichzeitig dieser Wunsch da war, ich will aber auch noch gerne leben, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich diesen Tumor so wachsen habe sehen. Das ist alles so, ja, total verrückt. Ja. Dann wurde tatsächlich mir da geraten, eine Herzkatheteruntersuchung zu machen. Ich will keine Herzkatheteruntersuchung. Da bekommt man hier über die Adern, geht man mit einem kleinen Draht rein bis zum Herzen hin. Oh, das alleine, wird dann immer so nachgeschoben. Richtig, genau. Alleine diese Vorstellung hat mir so eine Panik eingeschoben, dass ich, nein, mache ich nicht. Und die Ärzte kamen im Minutentakt unterschiedlich vorbei. Frau Heinz, Sie müssen das machen. Wir wissen nicht, was da los ist und irgendwas stimmt da nicht am Herzen. Und wir sehen das da damit am besten. Ich wurde dann nach unten geschoben in den Raum rein. Die haben mir diesen Katheter gelegt, haben das hier durchgeschoben. Dann hat der Arzt eine Stelle gefunden, an der er nicht mit dem Draht durchkam. Also eine Verengung. Und das war der Moment für mich, da dachte ich, hey Boden, geh einfach auf und lass mich verschwinden. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und jetzt gebe ich auf. Und Gott, lass mich jetzt sterben. Was geht hier ab? Was ist das für ein Scheißfilm? Und ich will nicht mehr. Ich habe einfach die ganze Zeit nur dieses, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will einfach gar nicht mehr. Dann weiß ich nichts mehr danach. Ich habe tatsächlich nach diesem Eingriff vermutlich durch psychische, emotionale ein Delirium bekommen. Delirium heißt, ich bin nicht mehr richtig da. Ich bin wie weggetreten. Also ich weiß auch nur noch von Streifbildern und ich weiß auch nur von den Erzählungen von den Schwestern. Mehr weiß ich da davon nicht. Und es ging 24 Stunden. Und ich bin irgendwann am nächsten Tag, war ich wieder da, als der Arzt vor mir stand und sagte, Frau Heinze, Sie hatten ein Delirium. Sie waren völlig weg. Und das war dann, das war der Moment, als ich da dann wieder so einigermaßen klar da war, dass ich so dachte, also schlimmer kann es jetzt echt nicht mehr kommen. Wann hört das endlich auf? Ich war so innerlich so auch so komplett ausgelaugt. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe gemacht, damals, als ich die Erkrankung 2017 hatte, weil ich bei mir klar war, das schaffe ich alleine nicht. Und da habe ich ganz viele von meiner Freunde mit rein. Und als das mit dem Herzen so ganz schlecht war, hat eine Kerze zu Hause angezündet und hat gesagt, ich mache die Kerze für dich an, ich denke jetzt an dich und ich bete für dich. Und das haben ganz viele gemacht. Das sind fast 30 Kerzenlichter auf meinem Handy dann gekommen, die also quasi so einen Kerzenflashmob ausgelöst haben. Also da waren auch Nichtgläubige dabei, die dann gesagt haben, hey, wenn das wichtig für dich ist, dann bete ich für dich. Eines Tages war es so, dass ich halt vorm Spiegel stand und meinen Tumor wieder anguckte. Und dann war dieser, also das war eigentlich so in der Größe so ein rotes, also dick, richtig dick rot, so ein Fleck. Und dann wurde der, sah man außen an den Rändern so, der wurde blau und gelblich. Ich habe das meinem Arzt erzählt, hat er sich das angeguckt, hat selber so den Kopf geschüttelt und gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Aber wir fangen jetzt mal an, das auszumessen. Wir messen jetzt erstmal, wie groß das jetzt noch ist. Und wir fotografieren das und gucken einfach mal, was da jetzt die nächsten Wochen passiert. Ich war dann bei der zweiten Untersuchung und dann hat der Dr. Abdallah das neu ausgemessen und hat festgestellt, dass es minimal kleiner geworden ist. Hat er gedacht, er hat sich vermessen? Ja, hat er gedacht. Und er hat auch erstmal gesagt, da denkt man jetzt nicht weiter drüber nach, ich fotografiere das nochmal und ich möchte es in 4 Wochen wieder sehen. Da war jetzt also auch noch kein emotionales Hoch für mich oder sonst irgendwas, weil wir da beide dachten, naja, vielleicht hat man sich irgendwie vermessen, vielleicht hat man beim ersten Mal nicht richtig gemessen, sonst irgendwas. Und dann war ich eben 4 Wochen später wieder bei ihm da und er hat es nochmal ausgemessen und hat festgestellt, es ist wieder kleiner geworden. Und was hat er jetzt gesagt? Und jetzt war er sehr erstaunt und freudig erstaunt und sagte dann, Frau Heinz, ich glaube, der Tumor geht zurück.
ich konnte das nicht glauben. Ich habe ihn zwar angeguckt und dachte so, okay, schön, das ist ja nett, aber ich habe so oft erlebt, dass das genau das Gegenteil passiert. Ich kann jetzt nicht glauben, dass der einfach so weggehen soll. Wieso? Wir machen nichts. Und du hast ja schon so viele gute Nachrichten bekommen, ja, von Ärzten, die sich dann später als schlecht herausgestellt haben. Genau, das ist das. Ich habe einfach nicht mehr mit guten Nachrichten gerechnet. Für mich war klar, für mich wird es keine guten Nachrichten mehr geben. Aber der war standhaft, der Dr. Abdallah, und hat weiter ausgemessen und hat mich alle 4 Wochen antreten lassen. Und dann im Sommer war das so blass geworden, dass man es einfach nicht mehr messen konnte. Also dieses Blau-Gelbe, das wurde dann immer blasser und blasser, dass man es einfach nachher nicht mehr sehen konnte. Und er für sich sagte, ich glaube, der Tumor ist jetzt zurückgegangen und wir machen jetzt auch nichts, wir beobachten das weiter, wir machen keine Bestrahlung, wir machen keine Operation, wir rühren das jetzt nicht an, weil egal, was wir jetzt machen, das könnte nach hinten losgehen, wir warten jetzt einfach ab. Die machen immer wegen der Chemotherapie einmal im Jahr eine Komplettkontrolle, MRT, CT, alles durchgecheckt, alles in Ordnung, nichts, gar nichts. Krass, ich weiß, ich kann es auch manchmal heute nicht verstehen, weil es einfach so krass ist und so ein Wunder ist und das kann sich niemand erklären, das kann sich keiner der Ärzte erklären. Ärzte tun sich ja sowieso ganz, ganz schwer mit Wundern. Ich habe mal einmal meinen Onkologen... Es gibt da den Begriff der Spontanrezension. Ja, richtig. Also mein Onkologe sagte sowas in der Art, dass das auf ungewöhnliche Art und Weise sich zurückgebildet hat. Das war einfach nicht zu glauben, das war nicht zu fassen, für mich einfach nicht festzuhalten. Ich habe das zwar gesehen, aber ich konnte einfach nicht dran glauben. Also eigentlich, obwohl dein Körper, sei es mal, plötzlich gesundet ist innerhalb von einem halben Jahr oder sowas, ja, hat dein Verstand es noch nicht so richtig gemacht. Nein, der hat es nicht gemacht. Der kam nicht hinterher. Der war in diesem Gefangenen, Krebs, 4. Mal tödlich, Punkt. Das ist nicht zu überleben. Du warst auch mit Philipp in Kontakt? Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie? Über Instagram haben wir uns kennengelernt. Ich habe ihn angeschrieben, ob er sich mal vorstellen könnte für unsere Freizeit für krebskranke Kinder von krebskranken Jugendlichen, die gesunden sind, ob er da mal mitmachen würde. Und so kam es, dass wir in Kontakt kamen und ich habe ihm von meiner Geschichte erzählt und ja, dass wir eben auch die gleiche Krebsart hatten und ich auch in dem jungen Alter und ja, er fand es eben sehr positiv, dass ich das überlebt hat und es hat ihm auch schon ordentlich Schwung gegeben und er dachte so, okay, ja, wenn das auch jemand ist, die auch ein Rezidiv hatte, warum kann ich es dann nicht auch schaffen? Jetzt haben ja auch ultra viele Leute für Philipp gebetet, du übrigens ja auch. Ja. Und er ist nicht geheilt worden. Wie würdest du das einordnen? Also, warum du, warum nicht jemand anders? Ja. Eine Frage, die ich mir mein ganzes Leben lang schon gestellt habe, schon als Jugendliche, als ich mit 16 Jahren wieder gesund geworden bin und neben mir sind 2 meiner wertvollsten Freunde gestorben, habe ich mich auch gefragt, warum überlebe ich, warum sterben die? Ich habe das genauso auch bei Philipp gefragt. Zuerst einmal die Warum-Frage bringt einen kein Stück weiter. Ganz im Gegenteil, sie zieht einen echt absolut runter und stellt so ganz viel in Frage, wo ich nie eine Antwort und nie eine Lösung drauf finden werde. Und ich habe für mich einfach nur irgendwann akzeptiert, es ist ein großer, allmächtiger Gott und der trifft Entscheidungen, mit denen ich nicht immer einverstanden bin. Aber er macht auch Dinge oder Wunder, die wir auch nicht verstehen werden, aber die macht er einfach. Und warum das so ist, werden wir hier nicht erfahren. Was würdest du jetzt eigentlich nochmal Philipp sagen, wenn du ihm nochmal was sagen könntest? Wow. Ich glaube, ich würde als allererstes mal sagen, dass ich es total stark fand, wie er wirklich bis zum letzten Atemzug mit seiner Krankheit umgegangen ist und dass ich auch glaube, dass das ganz vielen Menschen Mut gemacht hat, dass wir so nahe bei ihm dabei sein durften, wie er gestorben ist. Weil das immer noch ein Tabuthema ist und weil immer noch die Menschen, ja, wir gehen nicht von dieser Erde, also jeder von uns wird irgendwann mal sterben und es gehört zum Leben dazu und
bei Philipp hatte ich das Gefühl, er hat es in sein Leben so eingebaut, dass es genau das ist, es gehört dazu und es ist nun einfach mal so. Und er hat uns auf eine Art und Weise mitgenommen, die Angst eigentlich davor nimmt. Weil er das gemacht hat, was wir eigentlich alle sollten, dass er Menschen um sich hat, die er liebt, die für ihn da sind, die ihn damit durchtragen. Und er hat zu seinem Glauben gestanden und daran festgehalten. Das sind alles solche Dinge, die würde ich mir genauso wünschen, wenn ich sterbe, dass es so läuft. Und das ist so das Wertvollste, was er mitgegeben hat. Und dafür würde ich ihm ehrlich danken wollen. Schön fand ich noch, dass er an dem Segensbuch mitgewirkt hat, wo im Übrigen auch deine Frau mitgeschrieben hat. Das heißt, ein Himmel voller Segen. Und wir haben da Menschen gesucht, die besondere Segenserfahrungen gemacht haben. Ich empfand es als ein besonderes Privileg, dass er da noch was dazu geschrieben hat und letztendlich auch einen Segen, den ich gerne euch allen zum Abschluss mitgeben würde und gerne vorlesen würde, weil er sowas Wunderbares ist und er mich selber auch schon wahnsinnig oft getröstet hat. Und genau das wünschen wir auch vielen anderen, dass du das erleben kannst oder zumindest einen Frieden oder Beistand von den Leuten um dich herum. Wir werden am Anfang Juni auch nochmal einen Gedenkgottesdienst mit der Familie von Philipp machen, weil die Mutter sich das gewünscht hat und das auch danach auf dem Lifeline-Kanal nochmal hochladen. Du bist herzlich eingeladen, dir das auch mit anzuschauen. Abonniere dafür einfach den Kanal. Und ansonsten, wenn du mithelfen willst bei diesem Kanal, dann kannst du dich einfach melden bei Instagram oder per E-Mail. Denn wir suchen gerade nach tatkräftigen Händen, die sich entweder bei Videoschneiden mit einbringen, Kommentare mit beantworten oder einfach nur Recherche nach den nächsten Interviewpartnern machen. Und vielleicht ist es ja was für dich. Also melde dich, bis zum nächsten Mal und ciao. Gott hat alles unter Kontrolle. Ich danke Jesus dafür, dass er dich so wunderbar und einzigartig geschaffen hat. Gott segne dich heute mit ganz viel Kraft und Mut. Lass dir keine Angst machen. Lass dich nicht einschüchtern und verliere nie den Glauben daran, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Jesus schenke dir diese Gewissheit immer wieder neu. Er segne dich mit Weisheit und Freude. Jesus sei immer mit dir, egal wohin du auch gehst. Er segne dich mit seiner überfließenden Liebe und seinem übernatürlichen Frieden.